Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 6, glaube ich, von Dwarf Fortress. Ja, wir sind hier unterwegs, haben hier letztes Mal den Butcher aufgebaut, wo jetzt Add New Task drin stehen könnte, aber Make Pershington a Hide, das geht natürlich nicht, weil wahrscheinlich hier noch kein Tier geschlachtet ist und wenn hier nichts ist, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Wir müssten jetzt auch gucken, dass wir Ställe haben, wo wir definitiv dann vielleicht mal, Tiere auch domestizieren und nee, domestizieren, nicht züchten. Da müssen wir mal reingucken, was wir da als nächstes machen. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns das mal an. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder auf der Karte. Ich will mal ein bisschen reinzoomen. Wir haben ja hier ein paar Tiere, aber jetzt ist die Frage, welche Tiere. Achso, wir sind erstmal noch nicht am laufen lassen. Was haben wir für Tiere, ist die gute Frage. Ne? Hier ist ein Rentier oder ist das? Ja. Oh, es ist wohl ein Baby geboren, so wie sich das anhört. Ne? Left-click for the center and exit options. Right-click to dismiss. A strike and ne, das ist was anderes. Melancholie. The Fortress. Attracted no migrants this season. Okay, ist keiner gekommen. Und da has given birth to a girl. Okay. Cancer extraction from plant. Needs unrotten extract bearing plant pens. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie? Ja, kann ich. Strange mood. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. F1 zu unserer Basis wieder zurück oder Basis ja nicht, sondern unserem Ausgangspunkt. Hier laufen schon ein paar Leute rum, die noch was machen, aber das mit dem Scrollen, das müsste ich eigentlich ändern, ne? Damit ich da nicht immer hin und her komme. Okay, wir sind jetzt hier und können hier mal gucken, da sind die Plant Helmets drin. Also die Produktion ist definitiv wohl am Laufen hier. Das ist schon mal gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so reicht, aber hier ist noch Sand. Ich glaube, wir könnten definitiv ja auch noch weiter aushöhlen. Brewery ist hier. Add a new task. Make cheese animal. Process plants. Barrel. Ah, wir haben keine Barrels. Das hatte, glaube ich, Tante Mimi geschrieben, dass ich mich um die Barrels auf jeden Fall kümmern muss, damit das hier vorangeht, ne? Okay, dann würde ich sagen, dafür müssten wir. Habe ich diese Wege hier alle reingebaut? Kann mich jetzt nicht entsinnen. Barrels, Tannery ist hier. Nee. Carpenter ist hier. New Task und Barrels sind hier und mach da mal ein Repeat. Erstmal raus. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten, dass wir das da öfter machen müssen, ne? So, ist der denn? Ja, da ist jetzt einer am Arbeiten. So, und jetzt müssen wir aber gucken, dass der hier draußen arbeitet, ist jetzt noch nicht so prickelnd, ne? Aber okay, der ist jetzt wo unterwegs hin? Und ja. Ich glaube, die Tannery müssten wir auch mal gerade unter Tage bringen. Tannery, Carpentry. Müssten wir mal unter Tage bringen. Hier hatte ich jetzt auch einen, das ist schon mal klar, aber ich denke mal. Nee, da nicht. So groß. Und da. Ist auch so groß. Nix, nur ein Feld. Machen wir auch schon mal. So, dann hat er drei Felder zu tun. Das ist schon mal genügend. Und ach so, ich wollte das eigentlich ein bisschen anders gestalten. Noch fällt mir gerade so ein. Dann machen wir das mal hier. Haben wir noch ausgewählt? Ja. Ich glaube, das war 9, ne? So, dann geht es hier weiter, aber.
Hier kommt noch mal ein neuner Feld hin. Das passt so. Und dann kommt hier noch mal ein neuner Feld hin. So, und dann habe ich hier leider... Eigentlich sollte das ein klein bisschen anders sein. Dann gestalten wir das gerade mal so, dass jetzt hier ein Hauptweg erstmal wieder ist. So, jetzt hat er genug zu tun erstmal. Da muss er noch ausheben, glaubt, ne, oder? Ja. Priorität wäre jetzt schön, wenn wir... Eigentlich soll er erst hier das ausarbeiten, aber ach. Ich würde jetzt hier ein Lager machen für Holz, hier den Carpenter machen und da die Endprodukte machen. Und dann kann man das von hinten dann da so rum rein erreichen auch. Obwohl das jetzt nicht vonnöten unbedingt wäre wahrscheinlich. Aber wir können es halt mal machen, ne? Left-click for recenter and expand options. Can I become a carpenter? Okay. Gut. Hier hatten wir what got a cancel plan seeking infant. Oh, hier ist jetzt mal kein Zeug mehr da, oder wie sehe ich das? Doch, ne, oder? Das wird auch immer wieder gepflanzt, da brauche ich mich doch nicht kümmern, oder? Das war doch die Four Seasons. Achso, wir wollten jetzt aber gerade gucken, dass wir hier vielleicht auch noch schauen, ob daneben noch mehr Platz ist für das Ganze. 2, 4, 5 haben wir da. Das bedeutet, 3 ist da. Machen wir nochmal so ein Feld. Und hoffen, dass das da dann nachher ist, dass das funktioniert. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Regular Mining ist schon klar. Restructures. Nee, Farming war das. Farmplot wäre dann hier. Select a material after... Ah, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Er muss erstmal ausgehöhlt werden, wenn... Wo sind die jetzt hier so am Kloppen? Ist das ein Känguru? Ich glaube, das ist ein Känguru, ne? Tatsächlich. Ist ein Känguru gefährlich? Was läuft denn da für ein Vieh lang? Ist eine Wildkatze, ein Luchs oder was? Stray Cat, okay. Remains. Fasculitism Cat. Aha, das ist Tier von dem einen. Aber warte mal, hier haben wir ein schickes Tier, das ist ein Stray Jug Bull. Und das ist Stray Jug Cow. Das ist schon mal gut. Was ist das? Watermelon Mines. Okay, lass uns mal gerade hier den Gather-Befehl geben. Das können wir nämlich auch mal machen. Vielleicht wird wieder was gegathert, aber sieht schade nicht so aus. Und es wäre schön, wenn die sich hier vermehren zum Beispiel würden. Warte mal, er ist 4 Jahre alt und sie ist 5 Jahre alt, okay. Ich glaube, wir können mal wieder laufen lassen. Das ist hier ein Baum, oder? Trunk, okay. Ein Baumstumpf oder was ist ein Trunk? Tippe ich mal drauf, ja. Was macht er denn hier? 18 Jahre alt, he's in no official position. Okay, lassen da erstmal sitzen, träumen von Regenbogenfarben, alles ist gut. Gehen wir eine Etage tiefer, aber sogar mal richtig rumgescrollt. Okay, da ist noch nichts so weit fertig. Er macht jetzt hier hinten den nächsten. The dead walk, hide while you still can. Was möchte mir das jetzt sagen? The dead walk. Hide while you still can. Ach, da ist ein Angriff, oder was? Da unten kommen sie. Und ich habe niemanden, aber auch wirklich niemanden, der sich verteidigen kann, wahrscheinlich. Oh, oh. Dwarf, Necromancer, ein Zauberer. Okay. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Das ist ein Skelett, oder? Ja. Drei Skelette... Hammerman-Korps.
Okay, auch ein Untote. Das sind 1, 2, 3, 4 Untote, ein Zauberer. Und das sieht sehr schlecht für uns aus, würde ich sagen. Und wir haben überhaupt gar kein Drill gemacht, gar nichts. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen schlecht. Summer has arrived, okay. Das ist auch durch. Zu den Waffen, aber wir haben keine, ne? Tja, das war's dann wohl vielleicht schon. Springen wir hier hin. Ich habe noch nicht mal eine Falle oder sowas gebaut. Unsere Runde ist das Einzige, was hier passiert, ne? Oh Mann, ey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so schnell irgendwie ein Angriff kommt und dann auch noch solche Leute, weil meistens waren das immer so Goblins, die da nur kamen und die hat man schnell eigentlich besiegt. Oh Mann. Archery and Barracks. Ich glaube, ich habe keine Barracks. Left click to choose corners of rectangle. Barracks könnte man dann hier hin machen. Click in the play area. Und machen wir da die Barracks hin gerade. Aber das bringt mir alles nichts mehr, ne? Accept. Und da muss ja auch noch was rein und so, ne? Repaint this soon, ne? Choose why squads will use this barracks. Assign a new or existing location to this zone. Locations are groups of zones. Nee. Barracks haben wir hier. Squad should be assigned to. Ja, jetzt müsste ich. Na. Das wird zu schwer für mich jetzt, denke ich mal. Jetzt kann ich hier eine Dingens machen. Wie heißt es? Location should the tavern temples and can be created from meeting areas, zones, dining rooms and bedrooms. These large as well as a new inn, new library, new hospital, new guild hall, new temple. Select how squads will be used this space. Ja, das ist die nächste Frage. Wo finde ich jetzt die Squads? Ich kann hier keine erstellen, oder? Select how squads will use this space. Genau. Squad none. Jetzt muss ich gucken, wo ich diese Location finde, wo ich das zuordnen kann dann. Hier glaube nicht. Ja, das ist jetzt eigentlich hier meines Erachtens, ne? Click an existing zone to select. Nee. Ist ein bisschen schwer, ne? Traffic Area, finished setting Traffic Area. Military. Habe ich alles nicht. Ich müsste jetzt hier ein Weapon Rack haben, Archery und sowas. Na, könnte ich hier mal so reinstellen, aber bringen tut mir das nicht. Habe ich keins, deswegen geht das schon mal gar nicht. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ende, ne? Das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ne? Archery Ranch. Squads. Wo kriege ich denn hier Squads her? Kann mir das einer erzählen? Ich weiß es nämlich nicht. Hier unten sind noch Sachen.
That missing other pets tasks. Holas, Work Orders. Military hatten wir hier bestimmt drin. Booking Worker. Military Leader ist vakant. Und wir haben auch niemanden, der da einen Skill für hat. Also noch besser. Okay. Wenn ich da keinen habe, sieht es auch schon mal schlecht aus, glaube ich. Artifacts. Okay, haben wir schon so viele Artifacts gemacht? Nein, ne? Work Orders, Labor, Places, Pen, Pastor, Office, Barracks. Die sind da, bringt mich aber auch nicht weiter. Open the Objects Menü, Open the Nobles Menü. Achso, das sind die einzelnen Menüs, die ich gerade schon aufgerufen habe, oder? Na, das sind diese Reiter da unten dann. Der ist zum Dicken da. Okay, die haben diese Arbeiten schon alle angefangen. Store, das macht der gerade. Kann ich den hier irgendwie einer Squad zuordnen? Military, da. Squad, no Squad assigned. Jetzt brauche ich erst eine Squad, aber wo mache ich die Squad? Ich glaube, ich muss euch erst wieder wegschicken, sozusagen. Ich muss gerade nachgucken, wo hier die Squad-Geschichte ist. Das war damals in einem Steuerung D-Menü, meine ich. Ist wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr gegeben, dass das da ist. Ich kann ja mal drücken, Steuerung D, passiert nichts. Oder. Ne, ist jetzt nicht so zu finden. Und ja, ich würde sagen, ich check das mal und hoffe, dass ich dann vielleicht noch irgendwie die Chance habe, da was zu tun. Weiß ich aber nicht. Und oben ist die Squad-Sidebar. Guck mal, da unten steht's doch. Gut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal gucken, ob wir da irgendwie eine Chance haben. Die Miner zum Beispiel haben ja was. Vielleicht können sie damit kämpfen. Ich habe aber keine Hoffnung, dass wir da irgendwie überleben oder sowas, weil das sind jetzt schon Gegner, die dann immer schwierig sind. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Mann, dass die schon so früh kommen mit Kämpfen, ey.